Herzlich willkommen zu diesem Part meines Destiny 2 Beyond Light Let's Plays. In diesem Part werden wir die dritte, ja, ich auf den Spuren der Sterne Quest machen oder wie auch immer die hieß. Also halt eben hier die. Auf der Spuren der Sterne 3. Nehmen wir zuerst natürlich Mara besuchen, dann halt wieder diese Atlas-Dinger suchen. Ja, also weiter geht's hier rüber. Was gibt's da diesmal so Schönes? Auf den Spuren der Sterne 3. Marasov blickt dich ungeduldig an. Dieses Mal habe ich keine flammende Rede, um dich zum Handeln anzuspornen, Hüter. Nur eine Reihe von Navigationsdaten. Sie sollten dir eine ungefähre Position einiger neu entdeckter Atlasbilder offenbaren. Dein Geist kann sicher etwas damit anfangen und dich an Orte führen, an denen du suchen kannst. Meine Aufmerksamkeit wird anderswo benötigt. Mach dich an die Arbeit. Ah ja. Na, so viel dazu. Und dann geht's jetzt weiter in die träumende Stadt, um halt die nächsten Atlasbilder zu finden. Ich meine, also müssen wir hier hin und dann, pf, keine Ahnung, das sollte sich schon irgendwie finden. Denke ich mal, ich meine, das hier wirklich gerade wie so eine Location, die man jetzt nicht so finden kann. Ich meine, die Herold-Teile, gut, da war ich letzte Woche ja schon irgendwie, indem ich mich komplett verrannt habe. Restlich gesehen, keine Ahnung, muss man halt mir ein klein bisschen suchen, aber das war's dann auch. Zumindest wüsste ich jetzt nicht, dass das wirklich ein Problem sein sollte. So, weg mit den Dingern, die braucht kein Mensch. Und die Dinger erst recht nicht, weil die sind einfach absolut hässlich. Was ist dann das? Ah, nee, brauche ich nicht. Ich habe eh schon was Besseres, meiner Meinung nach. Sonst hier sieht man ja wieder mal ein bisschen fortschreiten in Richtung des Seasonal-Ziels. Und was zur Hölle war das gerade, bitteschön? Komplett kaputt. Also ab nach der anderen Location. Ich habe keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Klar. Was ist denn der dran gestorben? Aufbauschaden oder was? Selbst dann ist der nicht mal so hoch. Und komm, 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 komm. Nein. Ey, was ist das für ein Schmutz? Was ist das für ein Scheißsprung? Von 10 Minuten, ich hab nicht mal ein verkacktes Ding. Nee, Quatsch, war das richtig? Ach, keine Ahnung. Hä. Ich meine, muss man erst hier rüber, dann darüber. Dann, wenn man hier so kommt, dann kommt. Wie ist der da gerade hochgekommen und ich eben nicht? Naja, was soll's. Haben wir das erste jetzt mal. Dann Reasili. Boah, komm, verpiss dich doch. Das ist eigentlich einfach gar nichts. Da habe ich jetzt absolut keine Lust drauf. Das war die untere Ebene. Jetzt brauchen wir hier noch den Tempelaussichtspunkt und dann, wo ist jetzt dieser Aussichtspunkt, bitteschön? Ich meine, da gibt es an sich nur ein paar Locations, die in Frage kommen. Halt hier oben die Plattform. Aber hier steht er ja auch nirgends, oder? Nee. Hier ist eine Kiste, das ist irrelevant. Kann man auch hier rüber gehen, schätze ich, und dann weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, hier bin ich doch hergekommen, als hätte ich das ja auch finden müssen. So, weg mit euch drum, Kack. Drum. Genau. Drum, dum, 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 zum. War Deutsch komplett kaputt gemacht, aber was soll's. Also entweder ich bin zu blöd, um diese Aussichtsplattform zu finden. Oder ich finde den von den Atlas, bin schon 10 Mal dran vorbeigelaufen. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber naja.
Hier ist er ja nirgends. Na. Jetzt mal im Ernst, wo zum Teufel soll diese Tempelaussichtsplattform sein? Mein Gott. Also, ich verstehe hier nichts einfach. Weder wo ich hin muss, noch wo dieses dumme Tricksding sein soll, noch sonst was. Und trotzdem renne ich hier schon wieder immer wieder im Kreis. Ey, ach komm. Keine Ahnung, echt. Hallo? Nein, 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 nein. Ich meine, da steht ja nichts von mir. Na gut, hier das ist ja die Sternlichtkammer, das ist also kein anderer Sektor, der in dem das sein könnte. Und auch sonst wo steht ja auch nichts von mir, Location, bla bla bla. Wieso auch? Ich meine, wieso sollte man es einfach haben, wenn man es schwer haben kann? Hey. Wo soll diese Dreckslocation sind, bitteschön? Ich meine, hier, das wäre auch so ein Aussichtspunkt, aber hier ist keins von den Dingern. Oder? Also, entweder... ja, keine Ahnung, ich klemme mal hier hoch, vielleicht ist das ja was, aber... ich klemme hier weniger. Nee, scheint nicht so. Jedenfalls nur ein Stein, der so mitten im Nirgendwo steht. Ja, wieso sollte auch irgendwas zu finden sein? Ich bin jetzt mal ernst, wo zur Hölle soll diese Location bitte schön sein? Ich bin... ja, ja. Hier ist zwar noch so eine Statue, aber es ist wahrscheinlich nicht, was ich suche. Ja, schon ein bisschen komplett random irgendwie. Ja, sag ich ja. Hier ist einfach nur aus irgendeinem Grund so eine Statue. Na ja, gut. Das erklärt das. Na ja, gut. Immerhin irgendwas aus dieser Scheiße herausbekommen. Merkel seid erstmal ganz entspannt auf den Boden krachen. Ja, ich darf definitiv was schneiden hier. Ich bin jetzt locker schon bei 27 Minuten und habe gerade mal zwei von diesen Kackdingern gefunden. Info bei dieser Tempelaussichtspunkt. Irgendwie so komisch ist. Ich meine, was soll der sein und wo zur Hölle soll man diesen scheiß Atlasbild versteckt haben? Ja, komm. Als ob der Jump nicht reicht, um da hochzukommen. Ich bin gut, es bringt eh nichts, weil da eh nichts ist. Aber im jetzt mal im Ernst. Wo zur Hölle soll dieses Drecksding bitte sind? Ich meine, was soll Tempel-Aussichtspunkt heißen? Boah. Oder ist das irgendwas in dem Scheißding da drüben, oder was? Ich kann es mir doch vorstellen bei den Japs, ja.
dass sie den irgendwo noch so komplett lost versteckt haben. Ich bin gut, jetzt hier in dem Ding macht es jetzt auch nicht wirklich viel Sinn, aber naja. Was weiß dann ich. Also hier scheint er nicht zu sein, dann kann man halt zum Herold weiter, vielleicht. Zumindest kann ich dann in der Zwischenzeit die finden. Ja, zumindest mal etwas weiter. Rückzoll. Ne, ich hab keine Ahnung, kein Bock mehr. Steinhallenstatue. Keine Ahnung. Wo auch immer das sein soll. Ja, hier ist definitiv keine Statue. Und Steinhallenstatue, wahrscheinlich hier das Ding. Oder? Ja, ne. Ne. Wo zum... Ey, was zur Hölle haben die sich wieder dabei gedacht? Ich bin... Welcher Mensch versteckt diese Dinger? Und wo zur Hölle soll man die finden, bitte? Ah, ne, verpisst euch mit der Scheiße. Nein, 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 nein. Ja, komm, bring mich halt um, du dummes Kackpratzen-Kurenkind. Ja, mach einfach, verpisst euch. Steinhallenstatue, wo zur Hölle bist du, dummes Scheißding? Ich brauch. Ja. Komm. Komm. On. Alter, wo zum Fick sind die? Ja, keine Ahnung. Guck ich mal hier. Wo zum Teufel soll das denn? Secluded Statue. Ja, nee, das habe ich ja. Nee, locker bin ich jetzt schon 10 Mal an dem Ding vorbei. Oder wo ist das? Warte, was? Wie habe ich das nicht gefunden? Na gut, immerhin habe ich jetzt eine Idee, wo ich denn das finden kann. Und zwei Herold-Dinger dann halt auch noch. Keine Ahnung. Das heißt, hier geht es dann gleich zurück. Und dann ja. Holen wir uns noch die restlichen zwei. Und dann geht es halt wahrscheinlich nochmal mit ein bisschen Dialog weiter. Und dann heißt den Rest des Videos schneiden. Juhu. Jetzt war wahrscheinlich trotzdem so über 20 Minuten oder so. Aber was soll's? Das tut mich einen herzlichen Dreck. Also, vor allem, wie hab ich das? Ach, keine Ahnung. Ich bin, das war wo jetzt? Ne, das ist Quatsch. Warte. Es ist hier drüben, das Ding, ne? Wow. Du dumme Drecks. Du dummes Drecksding. So, die Seitenhallenstatue will ich dann jetzt als nächstes, oder? Also, wo ist der dann? Wo muss man jetzt lang? Bin ich Schubser da? Also, wo ist der nächste? Jetzt erst gesagt. Seitenhallenstatue. Ich bin, wo zum Fix soll das Ding sein? Wahrscheinlich ist es dieses fette Ding hier vorne, aber naja. Oder halt nicht. Ich bin jetzt mal ernst, hier ist ja eh nichts, also. Ich muss hier.
Komm, verpisst euch doch einfach alle. Das ist doch super. Da, 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 da. Es ist das irgendwo hier drüben. Ach, keine Ahnung. Einfach mal hier drüben durch. Vor allem, das ist auch so eine Location, wo ich einfach nie so unterwegs bin. Keine Ahnung, hier räume ich erstmal auf und dann. Mama, hier hat noch das Thumbnail oder so. Denke, das sollte eine Idee sein. Komm, oder spawn hier jetzt immer mehr von diesen Kackviechern. Weil wenn, dann verpisst euch. Naja, knapp, gut genug. Und dann hier schnell, hallo, au. Danke. Ja, ne, bisschen besser positionieren, damit das mit auf dem Bild ist. Und ja, hallo. Mach einen Screenshot, du dummes Ding. Ja, soll schon passen. Keine Ahnung. Guckt sich ja eh keiner an, also von daher. So, jetzt noch den Ahamkara-Schädel. Wo darf man den finden? Ich meine, hier ist ja keiner. Das heißt, ab hier runter würde ich mal behaupten. Oder renne ich jetzt schon wieder komplett falsch? Das sehen wir ja gleich. Wenn dann, ja, schöner Mist. Ist hier überhaupt einer von diesen Drecksdingern? Hm. Ja, seht ihr hier zu, das heißt, hier kann man nicht weiter. Hier auch. Oh. Naja, das erklärt eigentlich alles. Dann hat man jetzt auch noch den letzten. Also ab wieder zurück ins Helm und dann, wie heißt die die vorletzte Nachricht abfangen. Also zur dritten aussichtslosen Krönung. Oder was? Fragt sich nur, wie die Exo-Quest heißen wird. Die dann nächste Woche kommen sollte. Oder man hat es einfach so, dass man auch mal diese, dass man auf die Spuren, auf den Spuren der Sterne 4 hat, dann halt wiederum, wie heißt, die letzten Atlasbilder finden muss und dann wiederum die Exo-Quest bekommt, die halt dann, keine Ahnung, Aegis-Scepter heißen wird oder so wahrscheinlich. Oder irgendwas mit damit zu tun haben wird. Oder halt Scepter der Sterne oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Auf ein neues Jahr. Wo sind sie diesmal hin? Ab rein da. Ja gut, wer sich das anhören will, der kann halt, keine Ahnung, sich das selbst eingehen. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf, so ewig mir diese Geschichte anzuhören. Ich mir klar, das ist ein nice to have, aber naja. Juckt mich jetzt nicht so wirklich. Naja, wie auch immer, damit gehen wir dann jetzt zum Helm und beenden den Part dann auch danach. Diese Quests sind jetzt auch irgendwie, ich weiß auch nicht. Von was für eine Nachbesprechung soll das bitte sein? Ja, ich sah noch ein bisschen auf Level 65 hoch. Also fast auf Level 65. Zumindest vom Reset. Jetzt habe ich ja halt auch hier, wie man sehen kann, die... Das erste Ornament.
Wenn ich dann als Gesamt an, dann kommt halt ein Part oder halt mehrere, indem ich das Ornament-Set anhab wie letzte Season. Na, davon abgesehen. Was haben wir hier? Auf der Spuren der Sterne 3. Marasos Stimme ertönt durch deinen Kompass und halt in deinem Kopf wieder. Meine Worte waren wahr. Ulduin war ein großes Schicksal vorherbestimmt. Als Herrscher, als Held, als die andere Hälfte eines Zwillingsherzreichs. All das, wozu ich ihn angetrieben habe, ist nun verloren. Ich sehe das Potenzial dieser Ausgänge auch auf Krees Weg, aber ich werde nicht die sein, die ihn leitet. Es ist einen Moment lang still, während sie überlegt, ob sie nun noch mehr preisgibt. Das ist dann erstmal einmal alles. Hüter, ich rufe dich, wenn weitere Ablassbilder in der träumten Stadt auftauchen. Ja gut, das kann ich nicht aufnehmen, aber braucht man ja nicht. Und nach diesem langen Gesuche würde ich ja mal sagen, war's das mit diesem Part. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.